Fuck. Hier kommt die Kavallerie. Ich habe keine Zeit, sein Handy zu verfolgen. Truer, hilf mir hier raus! Die Kamera, Gray. Ich habe Waffen an den Kameras. Verdammt, ich bin beeindruckt, Truer. Alter. Wow. Verfick nochmal. Ich hab mit einem oder zwei gerechnet. So viel Aufwand für Fuhr. Krass. Ziemlich sicher, dass du gerade gegen das Gesetz verstehst, Truer. Tja, für das, was hier passiert, ist das Gesetz leider blind. Alter, Vater. Scheiße, Mann. Ich komm nicht weg. Trasse? Ja, das habe ich nicht zu Ende gedacht. Sag bloß. Was zum... Scheiße! Alter Vater! Das ist aber cool, Alter, an den Kameras Waffen dran. Wie krass ist das denn? Ah, fuck. Hier kommt die Kavallerie. Ich habe keine Zeit, sein Handy zu verfolgen. Truer, hilf mir hier raus! Die Kameras, Ray! Ich habe Waffen an den Kameras! Verdammt, ich bin beeindruckt, Truer! Granaten? Neben einer Highway-Trasse? Ja, das habe ich nicht zu Ende gedacht. Sag bloß. Ich habe mit einem oder zwei gerechnet. So viel Aufwand für Fuhr. Hey, du Arsch! Du hast mich mit was aufrichtig gemacht. Mach nur weiter! Ich mach nur weiter! Verfick nochmal! Alter, verdammt! Ich bin ziemlich sicher, dass du gerade gegen das Gesetz verstehst, Truer. Tja, für das, was hier passiert, ist das Gesetz leider blind. Alter.
Alter. Alter. Hier irgendwo, wo ist denn der? Hier drüben! Wo? Nein! Oh. Boah. Das ist ja sackschwer. Alter! Ah, fuck. Hier kommt die Kavallerie. Ich habe keine Zeit, sein Handy zu verfolgen. Pruer, hilf mir hier raus! Die Kameras, Ray! Ich habe Waffen an den Kameras! Verdammt, ich bin beeindruckt, Pruer! Granaten? Neben einer Highway-Trasse? Ja, das habe ich nicht zu Ende gedacht. Sag bloß! Ich habe mit einem oder zwei gerechnet. So viel Aufwand für Pruer? Nein! Schon alles? Mann am Boden! Unter Beschuss! Ich bin ziemlich sicher, dass du gerade gegen das Gesetz verstehst, Pruer. Tja, für das, was hier passiert, ist das Gesetz leider blind. Scheiße, Mann. Ray, du musst sie aufhalten. Ich sitze hier fest. Und wenn sie dich töten, bin ich als nächstes dran. Danke für dein Mitgefühl. Okay, hier ist keiner mehr. Alter, verdammt. Verdammte Scheiße! Hier hin. Dahin. Prüf das Handy nochmal, mal sehen, wo es mich hinfährt. Boah. Das goldene Los. Alter. Ja, wieso ausgerechnet den? Oder dit hacken? Wieso ausgerechnet hier den da? Aber weil das der Penner ist? Keine Ahnung. Jo. Ziel wird lokalisiert. Gewonnen.
Gewonnen. Ich muss in der Nähe bleiben, um sein GPS verfolgen zu können. Um zu sehen, wo er war. Och, er fährt nicht. Och ja, Mauer. Och nö. Och, das ist doch, ey, was? So viele Fixer auf Fuhr. Gut, der Typ ist instabil und... Das ist so... Ach, das ist doch nervig. Och, Leute. Jetzt hänge ich hier fest. Psst. Komplett, ich konnte mich keinen Millimeter mehr bewegen. Das ist doch... Assi. Ich ausrasten mir sowas. Sie wird lokalisiert. Gewonnen. Zufällig steht hier ein Auto rum. Ich muss in der Nähe bleiben, um sein GPS verfolgen zu können. Um zu sehen, wo er war. Wo war die Brücke? Nein. Hier. Och, der Scheiß. Mit dem Runterladen. Wer hätte so viele Fixer auf Fuhr? Gut, der Typ ist instabil und bewaffnet. Aber die kam ja gleich mit der ganzen Armee. Das passt irgendwie nicht ins Bild. Hoffentlich gibt mir der Typ, was ich brauche. Wisst ihr noch, wo der hinfährt? Also irgendwie... Irgendwie sind gerade eben die Autos weggebackt. Das glaube ich nicht, Kumpel. Ach ja. Das kann dauern. Das kenne ich schon vom Hauptspiel her. Alter! Wo will der hin? Ich glaube, der weiß jetzt selber nicht. Und ich auch nicht. Ich wollte mich durchquetschen! Das ist der Nachteil, wenn man immer die Ampeln hackt, ne? Komm schon. Alter. Das ist echt... Hä? Mein Akku ist leer. Links und... Ich nehme mir meine ganze Karre auseinander. Boah, Alter. Ist egal, wie nah dran ich bin, das wird trotzdem nicht schneller. Die Prozente. Sieht aus, als hättest du viele Rundreisen zu einer bestimmten Baustelle gemacht. Alles andere als verdächtig. Da habe ich wohl platt gemacht. Und auch nicht. Ich glaube, ich weiß, von wo aus die Jungs operieren, früher. Hast du Lust, demnächst mal wieder an die Luft zu kommen? Digga. Okay.
Den Scheiß isst du? Ich esse, was ich bezahlen kann. Mit Lebensmittelmarken kann die Regierung dich verfolgen. Ich muss wohl oder übel von Spenden leben. Okay, Quinkies. Wir sehen uns dort. Gut, wird es auch geschafft. Auf zur nächsten Mission. Na, mal gucken. Ui. Was? Afghane? Oh, ich mach mal rum. Mal sehen, was du hier hast. Hallo, mein Name ist Charlotte Gardner. Ich spreche im Namen von Bloom. Sie wissen, mit Einführung des CTOS ist die Verbrechensrate gesunken. Sicherheit ist die oberste Priorität unseres Systems. Letztes Jahr verübte Aiden Pierce einen Terrorangriff auf das CTOS, konnte unser ausgeklügeltes Sicherheitssystem aber letztlich nicht überwinden. In Zusammenarbeit mit dem CPD bietet Bloom eine Belohnung in Höhe von $100,000 für Informationen, die zur Ergreifung von Aiden Pierce führen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Chicago zu einer sichereren Stadt zu machen. Ausgeklügelte Sicherheit am Arsch. Bloom will nur die Einwohner auf seine Seite ziehen. Das setzt Pierce gewaltig unter Druck. Und wenn sie seine Spur finden, dann auch meine. Ich muss die Ohren offen halten und zusehen, dass ich das unter Kontrolle kriege. Yep. Bloom bietet ein Kopfgeld auf für Aiden Pierce. Untersuchen sie zwielichtige Gruppen, die es sich verdienen wollen. Und stoppen sie sie. QR-Code. Das kennen wir ja schon. Unentdeckte Leiche, das kennen wir im Prinzip auch. Den Hacker kenne ich nicht. Charlottes Telefon hacken, keine Ahnung. Gehen wir erstmal hier hin. Kaubare, rezeptpflichtige kleine Säureblocker gegen Sodbrennen. Gegen Angstzustände. Ich finde, die ganze Welt sollte die nehmen. Dann gäb's weniger Arschlöcher. Vielleicht solltest du auch mal. Die hier. Oh, bitte nicht. Fertig. Du musst dich jetzt mal zusammenreißen. Du brauchst die nicht. Ich brauchte sie nicht. Ray, bis du Bloom auf mich gehetzt hast. Bis dahin war alles gut. Hör zu. Ich habe ja nicht gewusst, dass... Mach dir keine Sorgen, Ray. Denn wenn die wirken... Mach ich mir auch keine. Ich denke, wir stehen kurz davor, die Schweine zu schnappen. Ich weiß es, wo sie sind. Und wenn wir herausfinden, wer die Crew anführt, dann kann ich sie fertig machen. Und das verschafft mir Luft, um dich rauszuholen.
Hey, meinst du, du schaffst es? Dumme Frage. Fixer-Versteck. Ist ja gleich in der Ecke. Nebenbei noch einkaufen, komm, trink mal eine Cola. Oh, da steht sie schon. Danke dir. Pass auf. Uff. Uff. Cola weg. Okay, wo müssen wir hin? Dorthin. Guck mal, da ist die Insel. Ah, das sind die ganzen Untersuchungen. Ah, cool. Ich glaube, die mache ich aber, wenn ich das Spiel durch habe. Das ist ja eine komplizierte Frage. So. Du bist echt platter, als die Polizei erlaubt, mein Freund. Chemische Gelassenheit. Es geht ja in erster Linie eigentlich um die Story, sag ich mal, im weitesten Sinne. Wenn ich natürlich an so ein Ding vorbeikomme, nehme ich es mit, logisch. Aber jetzt explizit darauf eingehen werde ich da nicht. Also. Worüber denn? Darüber, was wir vorhaben. Oh, wir haben etwas vor? Ist das dein Ernst? Erwischt. Oh, am Himmelswellen früher. Alter. Mann. Jetzt, also wie es aussieht, also hat er ja gesagt, geht das so zum Ende zu. Das wäre natürlich echt schade, wenn das so kurz wäre. Und dann 15 Ocken. Aber ich lasse mich mal überraschen. Macht ihr mal Unfälle da. Yeah! Hat ihn ja gepasst. Wir fahren nach oben und wir fahren wieder runter. Und wir geben Gas. Och, ich bin vorbeigefahren. Boah, auf der anderen Seite von der Brücke. Wir sind da.